Die finden uns hundertprozentig hier in das Auto rein. Aua! Ich wurde umgefahren. So, Schei. Du hast jetzt zwei Haftbomben. Fuck off, Alter. Nein, nein, komm, ich steig ein. Auch. Jetzt, jetzt, Kev, jetzt fahr, jetzt fahr, jetzt fahr. Fahr weg, weg. Das ist ein Grafikbug bei mir. Nein, 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 du Idiot. Du Idiot. Willkommen, meine lieben Jungs, zu einer neuen Folge GTA Online. Hier, da hinten ist ein Wrack, das ist vor der Aufnahme gerade explodiert. Es ist hier, es läuft hier alles, es läuft gar nicht gut. Immer wenn wir auf einem Online-Server sind, passieren einfach so viel scheiße Sachen und wir kriegen nichts hin. Aber jetzt haben wir uns dazu entschlossen, die Challenge zu machen, bei der wir ein paar Spieler dann mal ein bisschen bestrafen, sozusagen. Aber mal sehen, ob wir es überhaupt schaffen. Ja, hier haben wir erstmal ordentlich Aqua-Planning. Und zwar hat die mit Haftbomben zu tun. Kev, was genau machen wir? So ist es. Also auch Aloha von meiner Seite aus, herzlich willkommen zu einem weiteren Teil GTA Online. Und zwar war das wieder ein Zuschauervorschlag, der mir sehr, sehr gut gefällt. Es ging eigentlich gar nicht von Anfang an her um die Haftbomben. Aber, oh, warte ganz kurz. Mhm. Ja? Warte, muss ich eine Bewegung setzen. Es ging einfach darum, dass wir Spieler in unser Auto reinlocken. Das heißt, weil die wollen ja immer, dass wir bei denen einsteigen und dann machen die irgendeine Scheiße. Und dieses Mal ist es so, dass wir irgendein, auch wenn es geklautes Auto ist, privat ist, völlig egal, es müssen einfach nur Spieler bei uns einsteigen und dann müssen wir unser Fahrzeug selbst zerstören. Das heißt, am Anfang, beim ersten Mal wird es noch gehen, danach werden die Spieler etwas misstrauischer, dann müssen wir Überzeugungsarbeit leisten. Steig doch bitte ein. Und dann ist es so, jeder Kill zählt. Das heißt, wenn drei Leute bei dir einsteigen und du eine Haftbombe an deinem Auto hochgehen lässt, hast du 3 Punkte. Steigen danach wieder 3 Leute ein, hast du 6 Punkte danach. Yeah, aber es zählen so, nur die Sinne, Leute, die auch sterben, ne? Genau, also von der Haftbombe stirbt ja jeder. Ja, ja. Im Auto, deswegen. Es sei denn, sie steigen vorher aus. Aber das Ding ist, du musst die ja so platzieren, dass du das nicht werfen musst. Ja, ja, ich weiß. Das ist auch schon Teil der Challenge, dann wo du diese Haftbombe platzierst. Ja, ja. Da werden ach so, stimmt, man kann die ja sehen, ne? Ja, ja. Hinten irgendwo, die sehen fest vorwärts an die Wand. Ja, das ist dann schon halt knifflig. Alter, richtig Gewitter hier im Sandy Shore. So, wir starten in der Stadt, oder? Ja, ja, ich bin jetzt und ich brauche aber noch Haftbomben. Genau, wie viel Geld hast du? 5000. Ja, dann kauf dir Haftbomben selbst. Mann! Wie viele Haftbomben darf jeder benutzen? 10 wieder? 10 Stück, würde ich sagen, ne? 10 Stück und 10 Minuten geht die Challenge. So ist es, Leute! Leute, ich brauche mehr Geld. Kann mir irgendjemand Geld überweisen? Ich glaube, das geht nicht. Das Ding ist, ich würde ja wieder Haftbomben kaufen, aber bis ich da bin, hast du die lieber selber gekauft. Mhm. Ich glaube, ich bin jetzt in einem Titan. Wieso bist du in einem Titan? Keine Ahnung, bei Sandy Shore ist ein Titan gespawnt, aber ich wollte ja mit dem Heli rüber. Okay. Hä, wieso bist du nicht einfach mit dem Auto gefahren? Ich bin auch einfach mit dem Auto gefahren, das geht voll schnell. Einfach über die Autobahn, Kev, Direktverbindung, sehr schnell, guter Verkehr, wenig Stau. Komisch. So, aber ich bin jetzt aber beim Laden, wo ich mir die Waffen holen kann, die ich brauche für heute. Und damit meine ich nichts anderes als Haftbomben. Boah, das regnet, ich muss näher vorfahren, nicht, dass ich noch nass werde. Ich weiß gar nicht, wurde sehe ich, wie viele Haftbomben ich habe? Wahrscheinlich nicht, wenn ich im Flugzeug bin, ne? Nein. Ich glaube, wir haben wie alle, wie ganz normale Waffen, siehst du das? Alles klar. Hallo, mein Lieber, ich werde schon wieder gegrüßt, obwohl ich ihn nicht mehr eingekauft habe, weil ich einfach kein Geld habe. So, Haftbomben. Kev, ich kann mir keine 10 Stück kaufen. Weißt du, wie viel die kosten? Wie viel? 576. Ja, dann kauf dir so viele du kannst. Ja, da habe ich aber nur 9. Ja, dann gebe ich dir halt den Rest, aber ich muss auch, ich habe letztes Mal schon 20. Ich habe nicht mal mehr Munition für meine Gefechtspistole. Ja, weil du ein armer Schlucker bist. Ja, genau. Ja, kauf so viel du kannst, dann muss ich dir wieder alles schenken. Wenn ich wüsste, wo du bist, okay, du bist da hinten. Ich flieg jetzt zum gleichen Ammunition wie du. Wie du bist. Ich kann mir 2 Haftbomben kaufen. Ja, ist klar. Ist so. Also ich habe 5000 Geld. Ja, aber dann habe ich mir noch ein bisschen. Dann habe ich mir noch ein bisschen Munition gekauft für meine anderen Waffen. Weil da hatte ich gar nichts mehr. Ja, und dann willst du mich ausnehmen wie eine Weihnachtsgans, ne? Ja, nein. Oh, das erste Wort war ja. What the fuck? Der fährt hier mit dem Auto rein. Das erste Wort war ja. Der ist mit dem Auto reingefahren. Der ist mit dem Auto in Ammunition reingefahren. Dena, wir haben es gehört. Das erste Wort, was du gesagt hast. Aber jetzt schießen die alle. Oh, und oh nein, jetzt hat Ammunition geschlossen. Jetzt kann ich mir gar nichts mehr kaufen. Wie? Ja, der Ammunition hat geschlossen. Fuck!
Jeff, du musst in einem anderen Emulation fahren. Lol, ich bin jetzt hier auf dem Dach gelandet. Geh, fahr zu einem anderen Emulation, okay? Selbstmord, ciao! Jeff, bitte beeil dich auch vor allem, okay? Ja, ich bin jetzt in der Stadt, ciao. Ja, aber du musst zu einem anderen Emulation, das weißt du, ne? Ja, ich weiß doch! Weil der hat geschlossen. Dena, du hast jetzt eine Aufgabe, ja? Auch mal selbst zu spielen, ohne Aufnahme. Da kriegt man so schnell Geld. Ja, vielleicht mach ich das mal. Ich habe auch 50.000 extra gespart. Jeff, wo bist du denn bitte? Keine Ahnung, ich bin irgendwo an der Kackstelle gespawnt. Also das Ammunition hier hat zu, sagst du? Gespawnt, weil du gestorben bist? Wo bist du? Ich sehe dich gar nicht. Ja, ich sehe dich, wo du bist. Ja, hier, das Ammunition, wo ich bin, ja auch zu. Kevin, wir müssen uns beeilen, sonst wird die Folge wieder ewig lang, bevor die Challenge überhaupt anfängt. Deswegen jemand zum Kotzen. Der Ammunition bei mir. Ja, ich fahr zu dir, Ich möchte aber die Challenge endlich anfangen. So, du hast schon genug Kraftbomben oder wie viel hast du? Ich hab 10 Stück, ja. Okay, dann ich brauch auch noch 8. Die kriegst du von mir nicht. Ja, woher soll ich sonst bekommen? Ich hab den Geld. Aber, wieso will sich der Typ jetzt mit mir schlagen? Ein scheiß Auto, Alter! Jeff, du hast Geld bekommen durch die Bugs auch und so. Ich nicht. Mir ist nie passiert. Ja, durch die Cheater-Menschen da. Also, 400 Milliarden. Ja. Ja. Dann konntest du Titan, alle Autos und sowas kaufen. Ich bin ein armer Schlucker, ich hab ein einziges Auto. Hier ist doch ein Ammunition, wo fährst du hin? Ich fahr zu dir. Das ist das Ammunition, wo ich hin will. Ach so. Das hier, aber ich hab jetzt einen Stern. Oh, der Typ, der wollte mich prügeln auf der Straße. Ich glaube, wenn du nur einen Stern hast und die Polizei nicht direkt hinter dir ist, kannst du reingehen. Oder? Ich weiß es nicht. Probier's. Links rein. Ja. Links. Wie so ein Verwirrter. Ui, ui, ui. Okay. Ich pass auf, dass hier draußen nichts, kein Stress kommt. Geht nicht. Du kannst nichts kaufen? Nee. Weil du Sterne hast? Ja, ich muss schnell ins Auto und weg. Oh, nicht mit meinem Auto. Gleich sind die Sterne weg. Okay. Ich habe nur einen Stern, der ist gleich weg und die sind ja übelst nicht in der Nähe. Aber sicherheitshalber. Ich möchte nur, dass du die Sachen hier kaufst. Gut, zumindest sammeln wir schon mal so die Leute. Ja, aber wir dürfen sie eigentlich nicht so direkt vors Ammunition locken, weil wenn die hier draußen eine Schießerei machen, dann gibt es auch Probleme. Das ist egal, die töten nicht einmal, du verlierst ja keine Munition. Nein, das Ding ist, dass du dann nicht mehr in die Ammunition rein kannst. Sind die Sterne weg? Nein, wie lange dauert das? Scheiße, kommt ein Heli, pass auf. Oh, das gibt Stress, ich merke das. Ja, und weg. Okay, schnell rein, Käfer. Hier ist ein Heli. Jetzt gibt's Heli-Stress, glaube ich. Jetzt ballern die gleich. Kauf so schnell du kannst. Schneller, Käfer. Schneller. Hey, Baby. Okay. Hallo, so. Hallo, einkaufen. So, geht doch. Haftbomben. Ja, 540. Und ich muss dir das auslegen. Ja. Bam. Das wäre sehr, sehr nett. Ich hätte dich auch sehr gerne deswegen. Es ist voll. Und jetzt müssen wir nur an einen Ort, wo nicht jemand anders die einsammelt. Es ist voll. Bedeutet das, du hast doch gar nicht so viele? Also ich hab 25 Haftbomben. Okay, komm gut. Zu mir jetzt, wir müssen irgendwo in der Gasse. Autsch, ich bin auf dem Dach gelandet. Das ist jetzt ein Problem. Wir müssen irgendwo an der Gasse, wo keiner die Munition einsammelt halt, ne? Ich bin hier oben, warte, ich werde gerade angerufen, glaube ich. Ich glaube, ich werde gerade angerufen. Dann stell dich wenigstens. Warte. Hallo Izzy, du bist gerade in der Aufnahme. Warte, ich höre dich gerade nicht. Jetzt? Hallo? Yo Izzy, was geht ab? Doch, ich bin gerade in der Aufnahme. Oh, okay. Mit Kev zusammen. Ja, ich weiß noch. Hallo, Easy. Weil, was? Wollen wir noch longboarden? Okay, davon wusste ich gar nichts. Nachher kommt ein Kumpel vorbei von mir, der, ich weiß noch nicht, wie viel Uhr, das muss ich mal abchecken, aber an sich schon. Ich rufe dich an, wenn die Aufnahme vorbei ist, okay? Bitte? Ich rufe dich an, wenn die Aufnahme vorbei ist. Okay. Gut, bis später, sag tschüss, Kev. Tschüss. Ciao, Kev. Ciao. Dena Macarena, mach's gut. Ciao. Ja, das Ding ist jetzt, Dena, jetzt haben sich hier ganz viele Leute versammelt. Ja, weil du hier stehst, haben sich ganz viele Leute versammelt. Ja, tut mir leid, YOLO! Ja, wie soll ich dir jetzt hier 10 Haftbomben geben, die mich ein Vermögen kosten? Komm mit. Scheiße, die folgen uns. Ja, hier einfach rein, so. Wir müssen in den Auto. Nee, lauf du weg, ich bleib hier. Okay. Scheiße, die laufen ja auch mir hinterher. Ey Mann, Dena! Komm in dein Auto! Hier, das ist unauffällig, das Auto! Das sind diese Online-Aufnahmen, Alter! Du sollst dich verziehen! Scheiße! Ich bin umgeschubst, so, hat er verdient. Bist du drin? Nee. Aua! Ich wurde selbst rausgeworfen!
Ja, lauf weiter. Lauf, komm, 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 Kev, die finden uns nicht. Die finden uns hundertprozentig hier in das Auto rein. Aua! Ich wurde umgefahren. So, Schei. Du hast jetzt zwei Haftbomben, fuck off, Alter. Nein, nein, komm, ich steig ein. Auch. Jetzt, jetzt, Kev, jetzt fahr, jetzt fahr, jetzt fahr. Fahr weg, weg. Das ist ein Grafikbug bei mir. Nein, lass ihn doch nicht, du Idiot. Du Idiot. Ich hab ihn nicht. Also, hier gibt's keinen Haftbomben, ich mach jetzt hier ein Gemetzel. Nein, Kev, nein, mach kein Gemetzel, kein Gemetzel. Ich hol dich ab. Hier, steig ein, wo bist du? In dein persönliches Fahrzeug, da kann keiner rein, außer Freunde, hast du doch eingestellt. Ja, dann fahr los, dann fahren wir zusammen. Lol, dein Auto packt. Dein Auto packt. Hä? Dein Auto fährt nicht mehr. Dann steig doch in das Auto hier ein, wo ich drin bin. Kev, dann steig doch aus und steig jetzt ein. Schnell. Ja, aber das Ding ist, Kev, bei mir ist einer drin. Ja, schön, steig aus und steig in dein Auto. Oh Mann. Dein Auto kommt. Okay, ich komme. Warte, ich muss rüber. In einem Auto können doch nur Freunde, das heißt, da kann kein anderer rein. Okay, schnell fahr. Oh. Schnell! So. Ja, du musst also schnell weg, bevor die uns finden. Kann man das im Auto übergeben? Nein, geht nicht. Okay, wir müssen schnell weg. Ja! Du kannst nicht fahren! Lass mich in Ruhe! Du kannst nicht fahren! Das geht das schon mal gar nicht! Go, go, go! So, wo ist eine geeignete Stelle? Wir müssen irgendwo hin. Links über die Rand, Schanze. Ich hab es! Oh, Kev, nein! Warum fährst du denn? Oh, nein! Hier, schnell zur Halfpipe! Oh, aber das ist ein bekannter Dealerplatz. Jetzt. Egal. Scheiß drauf! Du läufst hinter mir jetzt, schnell! Ja, los! Werf welche ab! Ah, die liegen hinter mir! Aua, ich werde abgeschossen, nein! Nein! Hör auf! Nicht mehr werfen, die sind weg sonst! Die sammeln die gerade ein! Ich sammle gerade welche. Wie viel hast du? Aua! Wie viel hast du? Nicht genug. Da hinten liegt noch eine. Wie viele? Warte, ich schau gerade nach, wenn ich die letzte habe. Okay, warte. Irgendwelche haben auch andere eingesammelt. Bleib stehen. Ich habe 8. 2 noch. Ich habe noch eine. Und warte. Ich habe 10. Sehr gut. Und du? Au! Ich habe auch 10. Ich glaube, ich habe nur noch 9, weil ich gestorben bin mit einer in der Hand. Nee, das fehlt nicht. Doch, mal schauen. Das kann echt sein. Man verliert häufig einen. Wenn man die in der Hand hat, dann verliert man häufig einen davon. Ich schau nach. Ja, ich hab sie nicht gezündet. Das kam halt von, warte. Ja, ich hab nur noch 9, Kev. Ja, Pech. Nein, Kev! Mann, das jetzt mit 9, Alter! Die Folge geht schon 12 Minuten! 9, reicht. Ja, hast du auch 9? Ich hab mehr, aber, lol. Aber ich werde nur 9 einsetzen. Okay, dann beginnt die Challenge. 10 Minuten Zeit, möglichst viele Leute zu töten. Genau. In 3, 2, diese Komplikation hier. 1, go! Und ich hab noch nicht mal ein Auto. Hä? So, Challenge beginnt. Ach, Kev, das ist aber wieder und eine... Das Gute ist, mich verfolgen schon mal viele Leute. Ja. Das ist das Gute. Das Ding ist, ich muss jetzt hier unauffällig... LOL! Jetzt fahren nämlich aber alle tot und so. Wieso? Ich weiß es nicht genau. Ich weiß, es zählen keine NPCs, die können auch gar nicht einsteigen. Mann! Es zählen nur Mitspieler, ne? Lass mich doch leben! Ich chill kurz erstmal ein bisschen mit Schülermusik. So, steig da rein, ja! Lauf rum, ja, schnell! Shit. Ich hatte irgendeine gute Idee, aber jetzt habe ich sie vergessen. Ja, 3 Punkte! Fuck! Ich glaube, das ist noch mal eingestiegen. Endlich, Alter. Das war so ein Film, das war meine erste Haftbombe. So, mein Nicht hat gerade eine gute Idee, aber jetzt habe ich die vergessen. Wie viele Leute können in einen Bus steigen? Ja, genau, das war meine Idee. Ich wollte einen Bus finden und einfach 1000 Leute einsteigen lassen und sie dann explodieren lassen. Können die wirklich so chillig einsteigen? Weiß ich nicht. Weiß auch nicht. Geht auch Flugzeug, also ein Titan oder so? Eigentlich schon, ne? Mhm. Auf diese Trittbretter raufsteigen, das geht auch nur nicht bei allen. Ne. So schlägt er mich! Ich hol mir aber einen schwarzen Geländewagen, das ist immerhin Classic. Wie ich will. Ha? Hallo? Wie schlägt er mich? Ich darf doch mein eigenes Fahrzeug dekorieren, wie ich will! Ja. Wie? Haben mich totgefahren? Ja. Oh, meine Haftbombe ist schon, jetzt haben sie noch 2 Haftbomben benutzt. Weil ja, eine sozusagen schon am Auto geklebt hat, ne? Du hast schon 3 Punkte, ne? Ja. Noch 8 Minuten übrigens. So, ich habe jetzt schon mal meinen schwarzen... Also das ist halt schon ein sehr guter Wagen dafür, würde ich sagen. So ein schwarzer Geländewagen, das hört man auch häufig. Sieht man häufig in den Filmen. Das ist schon ein geeigneter Wagen dafür, denke ich. So, jetzt muss ich noch die Haftbombe ganz ordentlich anbringen.
Au! Was für ein Spasti, warum tut er das? So, dritte Haftbombe. Warte. Okay. Oh Mann! Oh, Ich verstehe die Menschen nicht. Ich verstehe diese Menschen nicht. Greifen die auch einfach so an, ne? Ja, einfach so, wirklich. Ohne, dass ich denen irgendwas getan hätte. Weißt du, ich hab ja noch niemanden getötet oder so mit dem Auto. Das ist wirklich einfach so und das finde ich so zum Kotzen einfach. Jetzt weiß ich, wieso mein Stuhl kaputt gegangen ist. Ich hämmer hier auf meiner Lehne rum. Und jetzt werd ich ganz mit Fahrrädern und so umgefahren. So eine Fahrradgang, Alter, mich verkackt, Alter. Was ist das für ein Spasti, Alter? Tötet ihr mich einfach? Sowas macht mich aggressiv. Danach muss ich erstmal Minecraft spielen. Das ist ein schönes Spiel, ja. Geht? Geht die Haftbombe, die ich hier schon platziert habe? Leute, die Haftbombe ist weg. Spasti! Mann! Und jetzt kommt der Spasti gleich wieder an. Ich check das schon. So, ich will ein Auto haben. Und ich will ein Auto, wo mehr als zwei Leute reinpassen. Rein mit euch! So, immerhin ein Geländewagen. Was hat mir ein Geländewagen geschenkt, wo sechs Leute reinpassen? So, sechs Leute passen da rein, sicher? Jetzt schießen der schießt der Scheiß Spasti schon wieder auf mich. Halt dein Maul, Alter! Zwei Leute schieß sind doch nicht auf mich! Okay! Mann! Und drei Simeon Leute möchte sind dieses Fahrzeug, aber ich will es nicht. Ha? Henna, ey, der hat mich rausgekickt, wirklich! Da waren schon vier Leute, dann zieht er mich raus! Da. Die wissen auch nicht, welche Challenge wir machen, ne? Nein, aber ich verfolge hier einen und killt mich aber die ganze Zeit, weil er mir das Spiel vermiesen möchte. Und das ist zum Kotzen einfach nur. Ja, hab ich aber auch hier. So. Ich hab schon vier Haftbomben weg, Dena, ne? Ja, ich hab auch nur noch sechs, obwohl ich noch keine einzige gezündet habe. Das ist jedes Mal passiert durch eine Scheiße. Hier ist einer. Ja, komm, steig ein. Komm in mein Auto. Das ist viel schöner. Banana Joe. Jawohl, er kommt. Komm ein. Nein! Mann! Dieser scheiß Spasti schießt wieder auf mich. Aber erst jemand ist eingestiegen, trotzdem noch. Sehr geil. Muss ich glaub, im dieselbe. Fahrzeug drinne sein und die töten? Muss ich im Fahrzeug drinne sein und die töten? Nee, du kannst auch rausspringen. Weil ich glaube, den Dings da... Ist ja je nachdem selbst ein Attentat oder so. War haben wir nicht gesagt, explizit, ne? Nee. Alter, jetzt sind viele Bullen unterwegs. Jawohl! Der Spasti wurde von meinem Mitkumpanen getötet. Eigentlich möchte ich den jetzt gar nicht mehr töten, aber so ist es halt. Mann, echt! Ich hab schon mal ein Polizeiauto. Oh, da hinten ist das hier ist ein richtig gutes Fahrzeug dafür. Oh mein Gott, das möchte ich mir holen. So. Alles klar, so. Ja, nein, ja. Okay. Gott, mehr Menschen. Komm, ich komm zu denen. Wie viele hast du schon, Kev? Immer noch drei. Nein, ich habe aus Versehen jemanden runtergeworfen. Scheiße, steig ein. Jawohl. Oh mein Gott. Fahr. Jawohl. Es sind zwei Leute bei mir drin. Zwei Leute. Okay, du hast drei Kills bisher, ne? Ja. Okay. Jetzt hol ich. Komm schon, X-Boogie-Mann, steig doch ein! Steig ein! Oh, Scheiße, er wurde getötet. Mann! Wie, die Haftbombe geht nicht mehr! Tüt. Sechs Punkte, ja! Sechs Punkte auf einmal! Nee, also wieder drei Punkte zusammen, also jetzt sechs. Scheiße. Alter. Noch vier Minuten. Ich hab null Punkte einfach. Also es war schon meine vierte Haftbombe, ich hab nur noch fünf, ne? Scheiße, ich hab noch gar keine Haftbombe hier dran. Nein, das macht alles sehr viel komplizierter. Scheiße. Da ist schon wieder einer drin. Tüt. Ah, schnell einsteigen. Leute, steigt doch einfach ein bei mir. Steig ein! Wird einsteigen. Okay, ich muss kurz aussteigen und die Haftbombe drauf, Mann. Okay, das wird langweilig. Ich glaube, ich hole mir jetzt einen Jet. Ich hole mir jetzt einen Titan. So, ich steig wieder ein. Das ist eigentlich unfair, weil ich ja bestellen kann, ne? Ja, so, ja, so, warte, so, hier, steig ein. Nein, steig ein, du sollst einsteigen, du Depp. Mann, schieß doch nicht, steig ein, jawohl. Okay, ich habe jetzt schon mal zwei Leute drin. Black Russian, nein! Hä?
Das war noch nicht mal mein Kill. Einer hat ihm eine Panzerfaust, glaube ich, abgeschossen. So. Da hinten ist einer, komm, das steig ein. Das ist ja noch so ein Smiley. Na, und die Leute haben alle so viele Sterne. Das macht mich nicht froh. Wir haben wirklich viele Sterne, das ist echt eine Killer-Challenge. Los, komm, steig ein! Tüt! Los, da sind noch zwei auf dem Motorrad, jetzt steig doch ein! Also, ich bin mir nicht sicher, wie viele Haftbomben ich noch hab. Das ist doch nicht wahr. Die sollen einfach nur einsteigen. Jetzt werde ich noch gekillt, wahrscheinlich von der Polizei. Ich steig ein! Tomo und Marvin, steig ein! Los! Tüt! Rein da! Jawohl, einer ist drauf! Und jetzt weiter! Eine Kopfgeld von 7000! Da dürfen wir auf keinen Fall hin. Okay, drei Stück habe ich schon mal. Oh nein! Der andere Verein wollte, glaube ich, gerade. Ah, wie viele passen bei euch? Was passiert hier? Drei Stück, bei mir, keine Ahnung, ziemlich viele. Drei Stück sind dran. Oh mein Gott, Hilfe, nein, einer ist runtergefallen. Steigt auf. Ich hab so ein Polizeifahrzeug. Nein! Es ist alles durch explodiert. Nein, ich fahr noch. Irgendwas ist explodiert. Was? Weißt du was, Kev? Mein Fahrzeug ist gepanzert. Die Haftbombe ist explodiert, aber das Fahrzeug ist nicht explodiert. Lena, komm zu mir! Ich habe einfach noch niemanden getötet, Kev. Und es ist nur 1,33. Bleib stehen! Ich muss erstmal ganz viel Haftbomben hier rauf tun. Weil eine reicht hier nicht, dann braucht man so richtig viele. Die Haftbombe nicht! Hä? Wieso geht die Haftbombe nicht? Die Haftbombe! Wieso? Die Haftbombe wollte mich finden! Ich wollte mich neben dich stellen und alles absagen! Meine Xbox ist abgestürzt! Wie? Ja, wirklich, die hat einfach angehalten! Die macht nichts mehr hier, die ist angeblich noch an! Ja, dann ist die Folge hier jetzt auch zu Ende, Leute, da können wir nichts machen. Bleibt einfach unentschieden, egal. Ja, du hast die Challenge gewonnen, ich hätte es niemals eingeholt. Ja, oder so. Na gut. Mann, nicht mal auf Flankendruck reagiert die mehr. Ja, die ist abgestürzt. Müssen wir komplett neu starten, Leute. Deswegen bleibt einfach geilo. Mann, das war eine Scheißfolge. Oh, ich hoffe, ihr trotzdem irgendwie ein bisschen Spaß. Wir versuchen, dass wir das nächste Mal wieder bessere Folgen sind. Manchmal ist der Wurm drin. Mann! Leute, bleibt geilo. Bis dann. Ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.